Hey, DJ. Hey. Listen, local radio station says you're outside the shop that's off. These local radio station people think they know everything about basketball. Hold on. Don't worry. I took care of it, DJ Hot Take. I called in. I gave him an earful, peace of my mind. I let him know. Go make me proud. Boo, boo. I got you. My man. Was porous. Got any shot they wanted, really, for most of the evening. I'll give them credit. Even though they were facing very little resistance, they refused to play down to the level of their competition. You don't get a name like DJ without having a love for music. Here's what he had to say about his other passion. That's a good question. Music played a very important part of my life. As a kid, I used to like make beats, and then slowly I transitioned into DJing. I mean, so much so that early on in my college career, I decided to focus solely on music. And the music scene was great. I really enjoyed myself. I learned a lot. But it felt like music called me, and then basketball was calling me back. So I decided to focus all my energy on basketball. And it led me here. And it's been a wild ride. You know, I learned a lot, and I'm just excited to see what the future holds for me. And that replay presented by Under Armour, showing us the fantastic steal that led to that fast break finish. Another unleashed chaos moment. Volts gets to Embiid, and a wide open look for DJ. Gets it to go from beyond the arc. A nice move by the Jazz's front office. This is where he feels 100% comfortable taking all the free points he can get. From downtown, and DJ with the basket on the assist by Wells. DJ, come on, man, bring it in. Let me look in your eyes, get close, not too close. Oh, boy. Yeah, see, these mood swings you're having? That's the result of dehydration. You know you're thirsty, you gotta drink more water. You mix that with your weakened immune system, along with the loss, all these games on the road are having an effect on you. So is it supposed to make me feel better? Or no, son. That sleeps, John. Old Boo Boo is just here to tell you the truth. Shake it off and roll on, boy. Yo, yo, what's up, man? Hey, let me see that, Jason. Hey, Rook, come here, man. Hurry up. Shh. Coach and Aaron over there getting heated, man. Something about you. Just stand here and pretend like we talking. Listen, I know you're not a numbers guy, but DJ's per possession numbers, his plus and minus, and the team's overall performance when he's on the court are sky high. You don't have to tell me. I know I'm not a numbers guy. And yes, I do know that DJ was a steal of a signing for us. Ooh, it looked like SK throwing some body in it. Hey, shh. Hey, you can hear them? Not with you yapping, bro. I got 20-20 here. Okay. Hey, wait. I thought that was for sight. Hey, just pay attention. Tell coach DJ's on and off Aaron, net ratings. Tell me how to do my job. Look, I'm sorry. I know Coach has a way of thinking, but it's beginning to become a problem. Coach knows his guys. I mean, he can read the temperature of a locker room better than anybody I know in this business. You have the luxury of dealing with just the numbers. I mean, let's be honest, you're not really a people's guy. I like people. Yeah, but do people like you? I mean, numbers are cold, and so are you, and that's fine with your job. But Coach has to ask these guys to do something that at times isn't always in their interest. That requires psychology, empathy, art, and a little bit of numbers. But we all know that numbers aren't everybody's life. Numbers don't lie. Plain and simple, DJ's our guy. DJ's time will come. That's all I can tell you for right now. So I told her. What up, coach? So I told her there's no way in a million Chemi, years. DJ, nah, please, get some shots up. Sure thing, coach. We're on it. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, wir haben das Gespräch gerade eben mitbekommen. Wir stehen ganz gut da mit unseren Statistiken, auch in dem Spiel gerade eben. Was du gesehen hast, haben wir echt gut getroffen. Es stand zwar da 2 von 7, ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zweimal, oder war es sogar dreimal, den Halfcourt-Shot probiert habe. Also, mittlerweile läuft es eigentlich echt ganz gut, muss man sagen. Wir machen jetzt hier nochmal eine Trainingsfolge, denn wir werden dann ein paar Folgen nicht dazu kommen, irgendwie geschmeidig irgendwas in Ruhe zu machen, weil die nächsten Matches tatsächlich, ja, einfach alle geil sind. Golden State, Lakers, Clippers, whatever.
Freiwurffass habe ich gerade eben mal ohne dich schnell gemacht. Das finde ich immer relativ unspektakulär. Hervorragender Passgeber. Ja, ich muss natürlich eigentlich das machen, was für mich am wichtigsten ist. Und zwar Eckenspezialist und grenzenlose Reichweite. Die Frage, die ich mir stelle... Warum läuft es plötzlich besser? Kommt man wirklich besser rein? Oder ist es... so programmiert? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja gut. Alter, jetzt gerade eben treffe ich echt gar nichts. Normalerweise bin ich eigentlich... Naja, jetzt mal der Erste. Und der Zweite, der knapp nicht reingeht. Der Nächste, der reingeht. Der Nächste, der nicht reingeht. Der Nächste, der reingeht. Der Nächste, der reingeht. Der Nächste, der reingeht. Also jetzt bin ich wieder... Ja, how we rollin'. Roll! Alter, jetzt bounced der daneben. Ich habe übrigens jetzt umgestellt. Ich werfe nur noch mit dem Stick. Mit Viereck. Also ist jetzt meine persönliche Erfahrung, trifft man weniger, als wenn man mit dem Stick wirft. Na, shit. Ich habe gedacht, ich habe noch einen, um die 10 voll zu machen. Okay, das passt auf jeden Fall. So treffe ich normalerweise auch. Wenn es mal gut läuft, habe ich auch so 12, 13, je nachdem. Okay. Grenzenlose Reichweite habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr gemacht. Packe ich das noch mit rein. Finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Alright, DJ. Let's get everyone over here and get started. Ich schmeiß übrigens echt jedes Mal, wenn ich ins Trainingscenter reingehe, die Aufnahme an, weil ich eben nicht weiß, ob mal sowas passiert wie jetzt gerade eben. Alter, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt auch reingegangen wäre, wäre schon fast wieder ein bisschen scary gewesen, aber der droppt und der kommt, naja. Schlecht getroffen habe ich ihn auf jeden Fall nicht. Fällt leider nicht. Der fällt wieder. Ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du wirfst und was deine Wurfanimation mittlerweile ist. Vielleicht hast du ja... Wobei man da mal ganz vorsichtig sein muss, weil nicht jeder kommt mit der gleichen Wurfanimation. Jetzt bin ich gleich ein bisschen draußen, weil die hier teilweise es nicht schaffen, die Bälle rumzukriegen. Ja? Nicht jeder kommt mit der gleichen Wurfanimation gleich gut klar. Aber das Spiel ist schon sehr darauf ausgelegt, einen perfekten Wurf zu platzieren. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dieser Wurf, der war nahezu perfekt, genauso wie dieser hier. Und sie fallen nicht rein. Sie fallen nicht rein. Ja. Ich finde, da fehlt nach wie vor... Genau wie im letzten Jahr, die Balance zwischen... Hey, wenn der Balken fast voll ist, dann kann ich vielleicht runtergehen auf... Naja, sagen wir 80-90%, dass er reindroppt. Ich habe eher das Gefühl, es hängt so bei 50-60%. Und das ist dann ein bisschen schade. Okay. Dann gehen wir noch rüber und machen unseren Turbo voll. Also einmal schnell rüber geschlendert. Nächster Gegner sind die Kings. Werde ich aber wahrscheinlich auch bloß eher in der Kurzvariante zeigen. Weil dann geht's schon gegen Golden State. Ob das unser Starting 5 Debüt wird, ich weiß nicht. Wäre natürlich schon funny. So, Squats haben wir, glaube ich, das letzte Mal nicht gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Dann gehen wir doch mal rein.
Na, okay, das funktioniert ohne das Ausbalancieren. Also ich bin ehrlich, dieses Ausbalancieren beim Bankdrücken und auch bei der Beinpresse, oh, es ist nicht meins. Muss ich echt ganz ehrlich sagen, ne? Also, oh scheiße, das war falsche Taste. Das ist bei der Kniebeuge immer... Übrigens, bitte nicht nachmachen. Wenn ihr mal nicht hochkommt, ey, dann geht runter in die Knie und legt die Stange ab. Ey, man kann sich da echt, also, jede Zerrung, jeden Riss holen, wenn man das so macht, wie der das hier macht. Einfach ganz runter in die Knie und ablegen. Fertig. Mache ich auch so. Links und rechts die Stützenden. Fertig aus, die Maus. Okay. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Ah ja, das mit dem Seil. Da muss ich mich hier hinstellen. Battle Ropes. Bewege abwechselnd den linken und rechten Stick nach oben und unten im Einklang mit der Bewegung des Seils. Bleibe im Rhythmus und schließe in 45 Sekunden so viele richtige Kombinationen wie möglich ab. Wiederholungsanforderung. Okay. Oh, ich bin gespannt. Habe ich jetzt noch nie gemacht. Also genauso wie Squatten gerade eben. Okay. Irgendwie ein bisschen strange, anstatt dass man einfach selber... Da würde ich zum Beispiel gar keine Fehlerrate einbauen, sondern einfach nur Geschwindigkeit. Weil... Du machst es halt selber nach deinem Gefühl. Ich schaue zwar auf die Teile, aber meine Daumen machen eigentlich was komplett anderes. Hätte ich anders gemacht, vom Gameplay her. Aber okay. Damit ist unser Boost wieder voll. Wie gesagt, die Kings und dann gegen die Warriors. Bubba, what are you doing? Tweaking that hook shot I was working on. The one I showed you? You need to work that in tonight. I'm pretty sure that wasn't a hook shot. Yeah, well, that was yoga. Think about working that hook shot in, though. And the free throw, no good. Chris, there are so many players that can make you just scratch your head and contemplate how did they make that play. With that in mind, which players just amazed you the most? Lean on more so the side of luck than necessarily being prepared and not having an injury. Good answer. Pass to Wells. Down low. Shot from six. And he gets that one to go off the front line. Some good moments throughout this one, but they had the clear advantage down the stretch. Yeah, I mean, I love the way they executed on both ends. Hey, remember that feeling, you two. Ingrain it in your brain, man. Take that feeling with you for the next game. DJ Vengeance. Listen to the old man. Also, das war das Spiel gegen die Kings. Viele Freiwürfe, ansonsten von der Dreierlinie ging jetzt hier gerade eben relativ wenig. Für alle, die sich fragen, warum sind die Szenen denn dann immer unkommentiert und so, das ist tatsächlich so, dass ich mich dann auch mal hier hinhocke und meine Stimme momentan noch etwas schone und teilweise einfach ganz relaxed spiele und es dann rausschneide. Ich müsste es tatsächlich dann nochmal nachkommentieren. Ich bin aber auch ein ganz großer Fan davon, es einfach mal ganz kurz ein, zwei Minuten ruhig sein zu lassen. Denn in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen wird es wieder richtig abgehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Wie gesagt, wenn du irgendwelche Tipps oder Tricks hast, dann haust mir gerne in die Kommentare, insbesondere auch, wenn es um den Wurf geht. Und das nächste Mal geht's dann gegen die Dub Nation. Ich hoffe, du bist mit dabei. Ich bin raus, dein Max. Ciao!